Zur Planung des Lebensabends gehört mehr als eine Patientenverfügung aus dem Internet herunterzuladen und ein paar Antworten anzukreuzeln. Am besten lässt man sich beraten, sagen Christian Gammartin vom Kantonsspital Graubünden und Martina Hoffmann, Beraterin vom Roten Kreuz. Das ist eigentlich schon ein alltägliches Thema, muss man sagen, weil heutzutage hat sich die Situation so verändert, dass Patienten, Angehörige mehr Entscheidungsmöglichkeiten auch, dass die Behandlung durchgeführt werden soll. Und da ist eben die Patientenverfügung ein mögliches Instrument, um diese Fragen auch zu klären. Und man sieht schon auch in der Bevölkerung, Patienten, die Bevölkerung selber sind immer mehr Leute, die eine Patientenverfügung ausfüllen, erstellen. Und wegen dem werden wir immer wieder damit konfrontiert. In der Schweiz war es vielleicht lange so, dass man immer das Gefühl hatte, ja, das Behandlungsteam, die Ärzte müssen, sollen entscheiden. Und in anderen Ländern war es weniger so. Und das hat man auch gesehen. Vor 10, 20 Jahren haben sehr wenige Patienten in der Schweiz Patientenverfügung hatte und der Anteil hat sehr zugenommen. Die Idee von einer Patientenverfügung ist, man will wissen, was der Patient will. Und eine Patientenverfügung, die nur aus zwei, drei Kreuzchen besteht, hilft uns nicht wirklich weiter. Weil zum Wissen, was sind die Ideen des Patienten, was sind seine Lebenseinstellungen, was sind die Erfahrungen, die er mit schwierigen Situationen gemacht hat, müssen wir einfach mehr Informationen haben. Und für die Patienten ist es aber das fast das Schwierigste. Sie müssen sich selber sozusagen auf Papier abbilden. Und in den meisten Patientenverfügungen gibt es die Möglichkeit von einem Freitextfeld. Das heisst, es gibt nicht ein Kreuzchen, das man machen kann, sondern man muss beschreiben. Und dort in diesem Freitextfeld findet man eigentlich die meisten Informationen. Und weil das nicht ganz einfach, nicht ganz banal ist, ist es ein Prozess, der über eine längere Zeit auch gehen kann, um eine Patientenverfügung zu erstellen. Es gibt Leute, die Wochen, Monate dran sind. Und es hilft uns wirklich am meisten weiter, wo man die Informationen über den Patienten kriegt. Alle Menschen sind verschieden. Jeder hat eine andere Idee von seinem Leben, was ihm wichtig ist, wie er leben möchte. Und ich meine, dass man das schwierig kann, alleine auf ein Standardpapier herschreiben. Unsere Beratung beim Roten Kreuz ist sehr individuell und wir können uns Zeit nehmen. Wir sind freiwillige Mitarbeiterinnen, wir sind ein Team von 5 Frauen. Wir können uns Zeit nehmen, wir haben in einer halben Stunde nicht den nächsten Termin, wo wir weiter müssen. Und wir können uns eben Zeit nehmen für den einzelnen Menschen, für seine speziellen Vorstellungen. Die Patientenverfügung vom Roten Kreuz ist in 3 Teile aufgeteilt. Als erstes Mal ist die Festlegung von einer Vertretungsperson. Dann ist der wichtigste und grösste Teil das Dokumentieren von einer Werteerklärung. Was das ist, komme ich gerade nachher noch drauf. Und erst im dritten Teil geht man auf die einzelnen medizinischen Massnahmen ein. Weil für uns das wichtig ist, dass das gut und individuell gemacht wird, gibt es bei uns 2 Termine. Vor dem ersten Termin kriegen Sie einen Fragebogen heim, wo Sie sich daheim vielleicht eventuell schon mit der Familie noch ein bisschen überlegen können, wie Sie das Leben sehen, wie Sie den letzten Lebensabschnitt sehen, was Sie für Erfahrungen gemacht haben, was Sie ganz sicher nicht erleben wollen und was Sie auch für Ängste haben. Das kann man sich vorher noch mal überlegen. Dann beim ersten Termin stellen wir eben die Werteerklärung aufstellen. Und da dazu möchte ich wirklich sagen, dass das jeder einfach anders sieht. Ich möchte gerne hier ein Beispiel nennen. Ich habe gerade eine Patientenverfügung gemacht mit einer etwa 50-jährigen Frau und sie hat gesagt, für mich ist im Leben das Wichtigste ist Bewegung. Mein Leben ist Tanz. Und wenn ich das nicht mehr machen kann, dann sehe ich in meinem Leben keine Lebensqualität mehr. Ich habe auch letztens gerade eine Patientenverfügung mit jemandem gemacht, der eine schwere Herzkrankheit hat. Dem sein Bewegungsradius war gerade seine kleine Wohnung. Die meiste Zeit liegt er im Bett. Und er hat mir gesagt, für ihn
sei ein Organ das Wichtigste. Und das sei der Kopf. Und solange er seinen Kopf noch brauchen könne, sei für ihn das Leben lebenswert. Und eine über 90-jährige Frau hat mir erzählt, die ins Altersheim gegangen ist, sie sei sehr katholisch. Und sie glaube daran, dass sie später in den Himmel käme. Und sie hat mich gefragt, kennen Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn? Und dann habe ich gesagt, ja, die kenne ich. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, das geht so. Mein Vater, der geht jeden Tag raus und wartet auf mich, wie ich komme. Und wenn er sieht, dass ich komme, dann geht er zurück und macht das Fest für mich. Wieso also soll ich auf dieser Erde noch lange bleiben, wenn ich weiss, dass es im Himmel ein Fest für mich gibt? Und das zeigt einfach, dass es jeder anders sieht, wie er leben will und was er auch für eine Vorstellung vom Tod hat. Und auf das können wir eingehen mit genug Zeit. Grundsätzlich vom Gesetz her ist es so, die Patientenverfügung steht an erster Stelle, wo wir uns daran halten müssen. Aber die Situationen, die beschrieben werden, die Patientenverfügung muss dem Gesetz entsprechen. Also ein Patient kann nicht irgendetwas reinschreiben, wo nicht gesetzeskonform ist. Das ist einmal etwas, wo man muss sagen, dann darf man sich auch nicht an eine Patientenverfügung halten, wenn etwas gegen das Gesetz ist. Und die zweite Situation ist, wenn man wirklich eine Patientenverfügung hat und man grosse Zweifel hat, dass das wirklich stimmt, dann kann man dem auch anders dann handeln. Sicher, man versucht dann mehr Informationen wieder über den Patienten gewinnen, über Angehörige, über Aussagen, die er vielleicht in der letzten Zeit gemacht hat. Vielleicht hat sich die ganze Lebenssituation komplett verändert. Und wenn es Zweifel gibt an einer Patientenverfügung, muss man auch anders handeln. Weitere Informationen zur Patientenverfügung gibt es am Mittwoch, 7. November, um 19:30 Uhr, an einem Referat im Hörsaal vom Kantonsspital Graubünden in Chur.